Was sind eigentlich Brüche? Du hast vielleicht schon oft gehört, was ist ein Halb? Das bedeutet nichts anderes, als dass du von einer Torte die Hälfte sozusagen isst. Du kannst auch von einem Pizzablech die Hälfte der Pizza essen. Was bedeutet eigentlich ein Drittel? Das bedeutet, du kannst eine Torte in drei Teile teilen. Das ist natürlich nicht ganz so leicht, wenn man gerecht teilen möchte, aber ungefähr so, und dann ist ein Drittel ein Stück. Genauso kannst du auch ein Pizzablech in drei Teile teilen und davon dann ein Drittel, also ein Stück, essen. Was bedeutet zwei Drittel? Zwei Drittel heißt, du teilst die Torte wieder in drei Teile und nun isst du davon zwei Stücke. Genauso bei einem Pizzablech. Du teilst die Pizza in drei Teile und isst davon aber zwei Teile. Also wir sagen, hier oben, das ist der Zähler. Und der Zähler gibt an, die Stücke, die du isst. Und der Nenner, das ist die Zahl da unten. Dazu sagen wir Nenner. Das sind alle Stücke. Und jetzt können wir noch ein Beispiel machen. Das heißt, wenn wir jetzt drei Viertel betrachten, dann bedeutet also der Nenner, wir nehmen unsere Torte und teilen sie in vier Stücke. Und der Zähler sagt an, wir essen davon drei Stücke. Und das sind dann drei Viertel. Okay, und nun viel Spaß.